Ja, wir sind live. Wir sind schon live. Wow. Ja. Wir müssen, dürfen noch beide ins Bild, ne? Oder sind wir beide drauf? Mensch. Bild, ne? Oder sind wir beide drauf? Okay. Wie? Ich muss kurz warten. Die Osterhasen sitzen vor der Kamera und schauen, wie sie sich uns. Die Osterhasen Ich glaube, ich komme noch ein bisschen näher zu dir. Ja, rück mir mal auf die Pille. Osterhäschen. So, oh, wir haben Zuschauer. So klasse. So meine Ohren sitzen schief. Dagmar, wunderschönen guten Morgen. Ihr Lieben, wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit können wir hier heute haben? Einen wunderschönen guten Morgen. Anja, frohe Ostern. Frohe Ostern zurück. Wie schön, auch dich zu sehen hier. Zeigt euch mal im Chat, wir sehen die Kommentare. Das ist ja genial. Ja, die Madeleine war gestern Abend noch kreativ. Ich traue mich gar nicht, den Kopf zu bewegen, damit ich meine Ohren nicht verliere. Wir haben gedacht, wir sind heute hier mal ein bisschen ostermäßig unterwegs und haben uns mal Ohren angezogen. Guten Morgen, Melanie, welch wundervolle Hasi-Gesichter. Ja, schön, ihr Lieben. Soulmate Live Talk, Sonntagmorgen, 9 Uhr. So schön, dass du dabei bist. Über was sprechen wir heute? Unsere bessere Hälfte, dein lieber Papa ist auch dabei. Hallo Schatzi, goldische Häschen, alles gut. Sehr schön, wir sind gut zu sehen und zu hören. Osterfest, Auferstehung und Neuanfang. Was wäre, wenn heute der Tag der so viele Infos, Inspiration und Rückenstärkung schenken würde, dass du ja, dich wirklich mal auf den Weg deines Herzens begeben würdest und erkennen würdest, wie viel mehr für dich tatsächlich möglich ist in deinem Leben. Wie viel mehr kannst du dich diesen Gedanken jetzt öffnen als noch bis gestern? Und vor allem, wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass alles in dir verborgen ist, was es dazu braucht. Alles an Wissen. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, deiner Intuition zu folgen? Katsching! Hast du es gehört? Mein Handy hat gerade Katsching gemacht. Und da klingelt die Kasse gleich. Wie sehr würde die Kasse bei dir klingeln, wenn du dich deiner Intuition wirklich mal hingibst? So wie du es übrigens als Kind auch gemacht hast. Jeder von uns als Kind gemacht hat, sich einfach leiten und führen lassen. Dann macht's Katsching. Madeleine, ich gebe mal ab an dich. Ich merke, da sprüht es gerade schon so. Da sprüht es schon, okay. Na gut, auf jeden Fall auch einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern auch von mir. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Tochter. Genau, und ja, wir wollen halt einfach mal den Morgen ein bisschen ein Soulmate Life Talk führen. Ja. Das Soulmate Life, dein Soulmate Life, einfach das Leben, ja, das deine Seele sich so vorgestellt hat, als sie sich in diesem Körper inkarniert hat, in dem du jetzt ja, diese wunderschöne Welt, wie sagt man denn, besuchst? Ja, wir sind eigentlich alle erlebt. Gast hier auf der Welt. Auch wenn wir glauben, die Welt gehört uns,
Und wir haben hier über etwas zu bestimmen, wem welches Land gehört und sonstige verrückte Dinge. Das ist schon immer etwas, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man auf die Idee? Wir sind ja hier tatsächlich nur mal für eine ganz, ganz kurze Zeit vom Verhältnis her Bewohner im jetzigen Körper. Wir waren sicherlich schon alle oft hier, auf welche Art und Weise auch immer. In der Palmblatt-Bibliothek hat man mir gesagt, ich komme noch dreimal. Und was danach ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber wie kommt man auf die Idee? Das war noch nie so in meinem Kopf drin. Da habe ich mich als Kind schon gefragt, wie kommt man auf die Idee zu sagen, hier ist eine Grenze. Das hier ist Frankreich, das ist Deutschland, das ist England und das gehört mir. Und wenn du irgendwo dich niederlassen willst, dann musst du sonst jemanden fragen, ob du das darfst. Ich meine, es gibt ja bis heute Länder, da habe ich mich auch schon für interessiert, wo du dir einfach aussuchst, okay, hier gefällt es dir und dann baust du dein Häuschen da drauf, deine Hütte, wo es dir gerade gefällt. Wenn du Strom haben möchtest, dann guckst du im Umkreis, wo ist die nächste Möglichkeit, wo du dir eine Stromleitung zu deinem Haus holen kannst. Und ja, dann lebst du da einfach. Jetzt ist es in unserer Region halt bis eben anders. Das sind halt irgendwelche Regularien und da geht es auch nicht darum, die zu brechen oder ja, Widerstand zu leisten, sag ich mal, sondern einfach zu schauen für dich, wie hättest du es gerne, wie willst du gerne wirklich leben? Wie würdest du gerne mit deinem Herzen, mit deiner Seele im Einklang dir dein Leben gestalten? Unter dem Thema, wenn alles für dich möglich wäre. Ich stelle diese Frage jetzt absichtlich, wenn alles für dich möglich wäre. Es ist alles für dich möglich. Nur da rebelliert so gerne der Kopf, der Verstand. Und da begrenzen wir uns schon gleich nochmal selbst. Wenn ich an mich früher zurückdenke, an mein früheres Leben, das war so 2014, 13, 14, wo einer meiner ersten Mentoren, nein, stimmt nicht, als ich investiert hatte, das war 2004, also eine für mich damals größere Summe. Aber später einer der Mentoren, wo es darum ging, dann wirklich auf die Bühne meines Lebens zu gehen, sag ich mal, wirklich durchzustarten, mir wirklich ein freies Leben zu gestalten, für mich, für die gesamte Familie, der sagte zu mir, jetzt gehst du mal hin und beginnst mal wirklich ins Brainstorming mit dir zu gehen und mal deine Träume aufzuschreiben. Beginn mal wirklich groß zu träumen. Keine Ahnung. Das war so eine Challenge für mich, mal über den Tellerrand tatsächlich hinaus zu denken, Träume auszupacken. Mir ist das alleine überhaupt nicht gelungen, da ranzukommen. So, ich habe das bei mir so empfunden, wie so ein Damoklesschwert, das über mir liegt. Ja, ich hatte das Gefühl, da muss es noch mehr in meinem Leben geben. Ich würde da gerne schon freier leben. Ich hatte keine Lust mehr darauf, andere zu fragen, wann ich Urlaub machen darf. Ich hatte keine Lust mehr darauf, dem Geld hinterher zu rennen. Und wenn ich mir irgendetwas leisten wollte, erstmal zu gucken, Monate, je nach Summe, vielleicht sogar jahrelang zu gucken, wie ich das Geld zusammenspare, hat mir keine Freude gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also für mich war da der Gedanke daran schon, schon gut. Und mich auf der Welt frei zu bewegen, wenn ich Lust habe, irgendwo hinzureisen. Ich habe schon immer gerne Reisesendungen gesehen, habe mir immer schon gerne solche Dinge angeschaut. Ja, und auch andere auf dem YouTube-Kanal beobachtet, die so frei auf der Welt unterwegs waren. Und dann dachte ich, wäre das schön. Wäre das schön. Und in unserem früheren Leben, mein Mann und ich, wir waren ja auch mal im Multilevel-Marketing-Bereich. Da hatten wir auch mal eine Einladung zu einer Kreuzfahrt als Geschenk von dieser Firma quasi. Da habe ich damals gedacht, Mensch, wäre das schön, wenn Madeleine und Roman dabei wären, wenn wir uns sowas auch mal zusammen leisten könnten. Aber das war damals völlig außerhalb meines Universums, dass ich mal mit der gesamten Familie
auf Kreuzfahrt unterwegs bin zum Beispiel. Ne? Und dann kam die erste Kreuzfahrt, dann kam die zweite Kreuzfahrt, dann kam die dritte Kreuzfahrt. Die letzte Kreuzfahrt, die geplant war, weiß auch nicht warum, die ist irgendwie ausgefallen. Da ist irgendwie so eine besondere Zeit entstanden. Da ist die Kreuzfahrt abgesagt worden. Wir werden gefahren, ne? Aber das Schiff ist nicht gefahren. Ja. Also, nur mal, damit du so ein bisschen eine leise Ahnung hast, wo ich auch herkomme. Das sind alles Dinge, die auch in mir verborgen waren, aber ich hatte keine Idee, wie ich das leben könnte, wie ich das verwirklichen könnte. Und als mein damaliger Mentor zu mir gesagt hat, jetzt pack mal deine großen Träume aus, ja, da habe ich erst mal da gehockt, da brauchte ich erst mal eine Anleitung, ja, wie geht das? Und das erfahre ich auch immer wieder jetzt mit Menschen, mit wunderbaren Frauen, die sich tatsächlich trauen, ihr Soulmate Life auch zu erschaffen, wenn schon im allerersten Gespräch, wenn es darum geht, was sind denn deine Ziele? Einige haben da noch so ein bisschen was in petto, aber wenn wir da gemeinsam näher hinschauen, da fällt es dem Gegenüber schon wie Schuppen von den Augen. Und ja, eigentlich, wenn alles für mich möglich wäre, ja, dann würde ich gerne viel lieber mich im Warmen aufhalten, morgens voller Freude in den Tag starten, hellwach, topfit und voll guter Energie sein. Ich würde mich gern anders ernähren. Ich würde gern ein anderes Vorbild für die Familie, für meine Kinder sein. Und was auch immer, da kommt es dann zum Vorschein. Also wie viel mehr ist tatsächlich in dir auch verborgen, als du es bis eben lebst? Madeleine, ich gebe mal an dich und deine Träume ab. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns, schreibt es in den Chat rein. Wir sind da. Ich rück mal meine Ohren wieder richtig. Ja, ich würde gerne an den Punkt von vorhin anknüpfen, was du erwähnt hast, dass es nicht darum geht, irgendwas im Außen so zu verändern, weil ich glaube, es gibt hier bestimmt auch einige Zuschauer und einige in der Gruppe, die erstmal ja, die ganze Welt am liebsten ändern würden und hier und da gibt es noch was. Und hier haben wir ein Problem und ja, hier, das müssen wir noch ändern, was es da nicht alles gibt, zum Beispiel Klimakrise oder so. Wir müssen jetzt dies, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt irgendwas verändern und die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das sind alles ganz edle Absichten und so und alles wunderbar. Aber am ersten geht es sowieso, als allererstes geht es mal darum, was im Inneren zu verändern, damit sich im Außen was verändern kann. Und das heißt, so blöd das klingt, es geht als allererstes mal um dich. Es geht als allererstes mal nur darum, dass du dir das Leben erschaffst, was du wirklich willst. Und das ist der erste Schritt, das ist das allererste, was wir verstehen dürfen, dass wir erst etwas für uns verändern dürfen, in uns verändern dürfen und für uns, und da dürfen wir auch ganz egoistisch denken, dass wir erstmal da etwas verändern dürfen, um noch viel, viel mehr zu erschaffen, um noch viel, viel mehr zu erreichen, viel, viel mehr zu wandeln. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele hier auch in unserer Gruppe, ich weiß das ja, die tragen in sich den Wunsch, mehr Frieden in der Welt, für den Klimawandel was zu tun, für den Umweltschutz was zu tun und keine Ahnung, was auch immer, Projekte irgendwo zu unterstützen. Menschen, die aus der jetzigen Sicht heraus, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber das jetzt auseinander zu klabustern, wird hier jetzt wirklich den Rahmen sprengen, wo man denkt, die sind hilfsbedürftig, die zu unterstützen und sowas. In der jetzigen Zeit ist es immer irgendwo was da draußen los, wo man Dinge findet, wo man sagt, okay, da würde ich gerne Menschen unterstützen. Du kannst da nur der Beitrag sein da draußen, den du sein möchtest, wenn du dir erstmal erlaubst, überhaupt die dazu notwendige auch Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen. Das ist deshalb so wichtig, was Madeleine gerade angesprochen hat. Das ist wahre Selbstliebe, dass du erstmal schaust, dass es dir gut geht und du alles empfängst, was es dazu braucht, um dann überzusprudeln und wirklich weiterfließen zu lassen. Du hilfst ja niemandem damit. Niemand von uns hilft jemandem damit, wenn wir denken, boah, die armen Menschen oder die arme Welt oder was auch immer. Es wäre so schön, wenn es denen besser gehen würde oder keine Ahnung, wenn ich da jetzt könnte Geldenergie hinfließen lassen.
wenn wir uns nicht erlauben, selbst Geldenergie zu empfangen. Und solange wir auch denken, muss es immer um Geld gehen. Ja, wir leben hier in einer materialistischen Welt. Und wie viel mehr können wir mal sehen, dass Geld auch nichts anderes als eine Form von Energie ist, wie Sauerstoff Energie ist, die wir einatmen und loslassen und weiterfließen lassen und nochmal einatmen. Nur da haben wir halt kein krankhaftes Verhältnis zum Thema Sauerstoff und zum Geld. Also, ganz wichtige Botschaft. Auferstehung, Aufwachen zu neuen Wegen. Wie viel mehr kannst du dir ab heute dich dem Gedanken öffnen, dass Geld nichts anderes als eine Form von Energie ist, die alles eine große Energie ist, das wissen wir von Albert Einstein, Max Planck, Quantenphysik. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, all die Themen, die da in dir verborgen sind, die in uns allen verborgen sind. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auch noch begrenzende Geldglaubenssätze hätten. Also wir sind auch nicht erleuchtet, nur wir haben gelernt, da schon viel mehr zu öffnen und es viel mehr fließen zu lassen und sind da einfach im Grunde genommen einen Schritt jetzt weitergegangen. Geld war früher, in meinem früheren Leben eines meiner größten Themen, wo ich dachte, ob ich das in diesem Leben hier noch geregelt kriege und mich mal noch der Geldenergie öffne. Und wie viel Freude macht es dann, wirklich auch weiterfließen zu lassen? Das ist wirklich Selbstliebe, Selbstwert, um es weiterfließen zu lassen, um wirklich der Beitrag zu sein. Weil wenn wir wieder gehen und denken, ach, hätte ich doch nur, und es bei dem guten Willen belassen haben, damit haben wir nichts geändert. Ja. Was mir jetzt gerade noch kam, also wir sind jetzt auch nicht irgendwie die Super-Gurus, die dir irgendwie in deinen Kopf reinschauen und dir alles sagen und wir sind am Ende und wir sind perfekt und wir sind das höchste Level von allem. Das sind wir nicht. Weil es gibt kein höchstes Level und es gibt auch kein Ende und es gibt auch keine Ziellinie. Es ist nur so, dass wir gewisse Dinge einfach schon gemeistert haben für uns und verstanden haben und die mit dir teilen und auch mit dir teilen möchten. Und das ist das, was wir machen. Ein ganz wichtiger Aspekt, was ich mir angeeignet habe und was tagtäglich die Aufgabe ist, stabil in die Richtung zu denken, wo ich hin möchte. Wenn ich an mein früheres Leben zurückdenke, zum größten Teil habe ich mich tagsüber mit Mangel beschäftigt. Mangel an Geld, ich konnte nicht dort einkaufen, wo ich gerne einkaufen wollte, sei es Lebensmittel, sei es Kleidung. Ich konnte mich nicht dort aufhalten, wo ich gerne mich hätte aufhalten wollen, also viel im Warmen. Ich konnte den Kindern damals nicht das Beispiel sein, was ich gerne sein wollte und. Darüber haben sich den ganzen Tag meine Gedanken gedreht. Ich bin eine absolute Frühaufsteherin. Ich liebe es, morgens ganz, ganz früh den Tag zu begrüßen, am Strand unterwegs zu sein, im Wald unterwegs zu sein oder wo ich gerade bin. Ich habe es aber nicht geliebt, wenn ganz früh der Wecker ging und ich aus dem Bett musste, um mich um 6:30 ins Auto zu hocken und irgendwo auf der Autobahn unterwegs zu sein, in der Rush-Hour, Stop and Go, trübe Gesichter rechts und links in den Autos neben mir zu sehen. So sehr stolz ich auch war, die erste Zeit, als ich im öffentlichen Dienst angefangen hatte und da auch recht gut verdient hatte, aber im Laufe der Jahre habe ich einfach immer mehr gemerkt, das ist nicht mehr meins. Ich sehe da keinen Sinn drin. Das war es einfach nicht mehr. Ich war dankbar für die Stelle, dass ich sie hatte, dass auch zum Monatsende Summe X aufs Konto kam. Außer Frage. Aber ich habe keinen Sinn da drin gesehen. Und deshalb hat mir das auch letzten Endes mehr Energie geraubt, als dass es mir geschenkt hatte. Unter anderem auch mit dem Ergebnis, dass ich eines Mittags, als ich auf dem Heimweg war, mit dem Auto an der Leitplanke hing, weil ich einen Sekundenschlaf hatte, weil ich eingeschlafen war am Steuer für eine Sekunde. Nicht, weil ich die Nacht zuvor zu wenig geschlafen hatte, sondern es hat mir so viel Energie geraubt und mein Körper hat mir so viele Botschaften auch geschickt, meine Seele über den Körper in Form von körperlichen Disharmonien noch. Und ich weiß noch schön, als ich an dem Mittag nach Hause kam, Kreidebleich,
du mich gefragt hattest, was ist los und ich das so erzählt habe. Und der erste Impuls von Madeleine war, ja, dann hör doch endlich da auf, warum fährst du da überhaupt hin? Ne? Also so diese kindliche Variante. Und ich habe gedacht, ja, wie recht dieses Mädchen hat, aber ich traue es mich noch nicht. Ich traue es mich einfach noch nicht. Aber was für eine Botschaft war das vom Universum, ja, zu sagen, hey, jetzt folg doch endlich deinem Herzen. Zuvor gab es schon 3 etwas sanftere, witzige Anekdoten, wo ich ins Büro kam, den Schlüssel in die Bürotür stecken wollte und mein Schlüssel keinen Millimeter in die Tür passte. Das war das erste Mal mal nach dem Urlaub, wo ich dachte, naja, die haben inzwischen vielleicht, warum auch immer, das war so ein Generalschlüssel vom Haus, die haben inzwischen die Schlösser ausgetauscht. Nein, der Hausmeister stand da, der hat mich angeguckt wie so ein Einhorn und gedacht, wieso passt der Schlüssel? Wir haben die Nummer geschaut, auf der Liste geschaut, alles gepasst. Mein Schlüssel hat keinen Millimeter in dieses Schloss gepasst. Ich musste einen neuen Schlüssel bekommen. Mir war damals sofort klar, das sind jetzt schon wieder Zeichen vom Universum, ich gehöre ja nicht mehr hin. Aber ich hatte mich damals einfach noch nicht getraut, wirklich zu gehen, zu springen, in mich zu investieren, Menschen an meine Seite zu holen, die dort waren, wo ich hin wollte. Und das hat auch tatsächlich alles verändert, als ich dann tatsächlich diesen Schritt gegangen bin. War das mit Ängsten verbunden? Ja, natürlich. Hatte ich Existenzängste und hat der Kopf mir erzählt, bist du bescheuert jetzt, so viel Geld in dich zu investieren und, dass du zumal gerade im Moment auf dem Konto hast, dir es auch besorgen musst überhaupt. Klar, nur wäre ich diesen Weg nicht gegangen, dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre auch nicht mehr hier dann inzwischen, aufgrund verschiedener Gegebenheiten. Aber ich habe mich ganz bewusst für mich, für mein Herz, für meine Seele entschieden. Und das hat immer was damit zu tun, wirklich die Komfortzone zu verlassen, über den Tellerrand hinaus zu denken, sich von diesem Briefmarkenleben, das wir bis eben gelebt haben, auch zu lösen. Und das ist etwas, was unser Stammhirn einfach nicht mag. Das mag einfach keine Veränderung. Das darfst du wissen. Das darfst du wissen, dass dein Stammhirn keine Veränderung mag. Warum? Das ist ungewohnt. Das ist Neuland. Das ist immer ein Verlassen der Komfortzone, des gewohnten Terrains. Und ich weiß auch noch schön, Facebook hat mich vor einiger Zeit daran erinnert, als ich tatsächlich meine Kündigung abgegeben hatte, auch nochmal so. Ich bin an dem Tag aus dem Haus raus, aus dem Arbeitshaus, wie ihr immer gesagt habt, habe ein Auto gehockt und habe gejubelt, habe geschrien. Das war einfach so ein Impuls. Und im gleichen Moment habe ich gedacht, oh Gott, was ist hier los? Ich kann dir sagen, wenn du dich wirklich für dich, für dein Herz, für deine Seele wirklich entscheidest, ohne jegliche Begrenzungen, ohne jedes Wenn und Aber und immer mit einem sowohl als auch, nie wieder ein Entweder-Oder, dir also erlaubst, wirklich alles in dein Leben zu ziehen, zu empfangen, was es dazu braucht, damit du wirklich frei lebst und auch damit du der Beitrag für die Welt sein kannst. Das wird alles verändern, das Leben ist immer an deiner Seite. Und jetzt bin ich ein bisschen abgewichen nochmal von dem, was ich eben sagen wollte. Jeder von uns erschafft sich mit seinen Gedanken seine Lebenswirklichkeit. Egal, was da draußen entsteht, irgendwo war immer erst der Gedanke da. Das Haus, in dem du lebst, da hatte irgendjemand, entweder du selbst oder wenn du zur Miete wohnst oder das Haus vielleicht gekauft hast, irgendjemand hatte die Idee, auf dem Grundstück auf die Art und Weise ein Haus entstehen zu lassen. Es ist immer erst der Gedanke da, nicht erst die Handlung. Immer, 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 das sind Naturgesetze, denen können wir uns nicht entziehen. Niemand von uns. Und das ist mit meine größte Aufgabe, die inzwischen natürlich nicht mehr so anstrengend ist, wie sie mal war, stabil den ganzen Tag mein süßes Spatzenhirn auf Spur zu halten und die Dinge zu denken, wo ich hin möchte. Weil nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Niemand in der Natur, kein Baum, kommt auf die Idee zu denken, ach, jetzt habe ich so eine schöne Krone, ich gucke hier gerade auf so einen schönen Kirschbaum, jetzt habe ich so eine schöne Krone, jetzt bin ich so groß, jetzt höre ich auf zu wachsen. Nein,
sind nur unsere begrenzten Dinge hier zwischen unseren Ohren. Weil du das Beispiel mit dem Baum gesagt hast, sagt man ja auch, ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Ja. Ganz einfach. Und das Leben ist Wachstum, deswegen sind wir hier. Für Wachstum, für Freude, Wachstum. Und einfach dieses Leben zu leben, für das wir hergekommen sind. Mhm. Und ja, ich glaube, du hast eben auch schon gesagt, das ist keine Generalprobe. Mhm. Es ist, damit wir... Man kann jetzt von Bestimmung reden, unsere Bestimmung erfüllen, unseren Sinn des Lebens erfüllen. Ich finde da die Worte, die für dich richtig sind. Für mich ist der Sinn des Lebens einfach nur Freude, Spaß haben. Und so sind wir ja alle hierher gekommen als Kinder. Wir wollten die Welt entdecken, wir wollten Freude haben, wir wollten Spaß haben. Wir haben Türmchen gebaut, wir haben sie wieder zerstört, wir haben sie neu aufgebaut. Wir sind morgens mit den Gedanken aufgewacht, hey, neuer Tag, was kann ich heute hier erleben, was kann ich heute hier entdecken? Wenn man uns gefragt hat, was willst du denn später mal werden? Dahinter hat sich natürlich auch ein Glaubenssatz in uns verfestigt mit der Frage, was willst du mal werden? Dahinter, und das würde ich dich auch gerne mal dazu einladen, jetzt auch diese Gedanken, diese Muster und Prägungen, die in dir verborgen sind, mal gleich mal hier zu lösen, hier am Ostermorgen, dass du noch nichts bist. Weil mit der Frage, die man uns gestellt hat, was willst du später mal werden, haben wir implementiert, wir sind jetzt noch nichts. Meine Liebe, mein Lieber, wenn wir Männer hier auch dabei haben, du bist, kannst mal gerne deine Hand auf deinen Herzchakra legen und auch mal für einen Moment deine Augen schließen und dir selbst mal sagen, ich bin. Das ist ein vollständiger Satz. Ich bin. Ich bin. Nimm das mal wahr. Fahr mal alle Mauern, Barrieren, alle Schranken runter, die du bis eben aufgebaut hast, warum auch immer. Fahr mal alles runter und dehn dich mal aus in alle Richtungen. Atme mal aus. Komm mal ganz bei dir selbst an. Nimm dich selbst mal ganz liebevoll wahr. Atme aus, lass dich mal mit dem Ausatmen in deinen Körper sinken. Nimm mal deine Hand auf deinem Herzchakra wahr. Sag dir mal selbst, ich bin. Ich bin. Ich bin. Und das ist ein vollständiger Satz. Du musst niemandem anderen beweisen etwas. Das sind alles Muster und Prägungen. Du musst nicht noch irgendetwas machen, um zu sein. Du bist als vollständige Person hier auf diese Welt gekommen. Du bist als voll, was für ein Wunder ist das. Du bist als vollständige Person, kaiserlich oder nicht kaiserlich, irgendwann mir hier mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Alle Muster, alle Prägungen, alle Referenzpunkte, die du dazu jetzt noch bis eben hast, dass dir irgendetwas fehlt. Darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du dich jetzt dafür entscheiden kannst, dir zurückzuschicken zum Absender, wer auch immer der Absender ist, einfach jetzt mit deiner Entscheidung und auch all die Referenzpunkte, die irgendwo in dir angelegt sind, die das verhindern möchten, da darfst du dich auch dafür entscheiden, die jetzt loszulassen. Einen Cut zu machen. Heute, jetzt, hier, Ostersonntag. Tag der Auferstehung. Okay? Wer ist dabei? Schenkt uns mal ein paar Herzlein und Daumen hoch. Oder schreibt mal, um es dem universellen Feld auch zu zeigen, schreibt mal ein Ja ins Kommentarfeld. Ja, ich bin dabei. Yes, ich bin dabei. Was wäre, wenn es so einfach wäre? Und da kommt der nächste Glaubenssatz. Ja, so einfach kann es ja nicht sein. Wenn es ja so einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Aber die Masse da draußen, die sind ja jetzt gerade in keine Ahnung welchen Energien. Wie viel mehr kannst du auf deine innere Führung vertrauen und dich deinem wahren Selbst hingeben? Dich dem Leben hingeben?
atmen. Allein schon, weil du ein- und ausatmest. Du bist wunderbar, du bist einzigartig. Du bist sehr wahrnehmend, du bist sehr feinfühlig. Und du bist hier in unserem Universum, weil du mehr aus deinem Leben machen möchtest. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass viel, 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 viel mehr für dich möglich ist? Da ist schon alles in dir. Da ist schon alles in dir, was du brauchst. Einer unserer Coaches hat immer genau diesen Satz gesagt, alles, was du brauchst, steckt bereits in dir. Und ein pures Sein reicht schon. Da ist schon alles, was du brauchst. Und natürlich dürfen wir Ziele haben. Natürlich ist es auch wichtig, Ziele zu haben. Und wir dürfen wissen, dass jetzt, so wie es jetzt genau in diesem Augenblick ist, ist alles genau richtig. Und es war damals für dich auch genau richtig, dass du noch eine Weile im Job warst, einfach für die Erfahrung oder irgendwas Gutes hat es immer. Egal was passiert. Und es ist immer genau richtig, so wie es jetzt ist. So, und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden nochmal zurückblicken auf vor 5 Jahren oder so, ne? Und wir würden von dort aus den jetzigen Zeitpunkt sehen, dann würden wir ja denken, wow, schau mal, was wir da alles dann schon erreicht haben innerhalb dieser 5 Jahre, dann ist ja alles perfekt, dann haben wir nie wieder Probleme und nie wieder irgendwas Schlimmes oder dann haben wir es geschafft und dann sind wir nur noch glücklich. Mhm. So. Wir sind ja nur noch glücklich. Wir sind nur noch glücklich. Natürlich hat man auch auf anderen Leveln nochmal andere Herausforderungen. Mhm. Ich will auch gar nicht mehr von Problemen sprechen, sondern gewisse Herausforderungen, gewisse Dinge. Und ich weiß noch, dass einer meiner Coaches mal gesagt hat, da hat man so ein Beispiel gemacht mit einem Hinkelstein, so diese persönliche Weiterentwicklung ist einfach, stell dir vor, du trägst dein ganzes Leben lang einen Hinkelstein mit dir herum. Ne? Und am Anfang sieht man dich noch so und da so mit so einem ganz angestrengten Gesicht und man sieht, dass du erschöpft bist und es ist total schwer, diesen Hinkelstein zu tragen. Und dann entwickelst du dich weiter und irgendwann, ein bisschen später, Zeit später, sieht man dann, ah, guck mal, es fällt ihr schon viel, viel leichter, diesen Hinkelstein zu tragen. So, das ist jetzt nur so ein Beispiel von jemand anderem. Ich würde jetzt nicht von Hinkelstein sprechen. Das Leben ist irgendwie schwer und du musst da das meistern, diesen Hinkelstein zu tragen und so weiter. Davon würde ich gar nicht sprechen. Es geht einfach nur darum, dass auf anderen Leveln einfach andere Herausforderungen auf uns warten und wir lernen einfach anders damit umzugehen. Das ist der Unterschied. Und das ist das Spiel des Lebens, das wir spielen und meistern. Und auch da nochmal, du bist jetzt genauso wie du bist, bist du genau richtig, bist du genau perfekt und du meisterst alles schon genau richtig. Es geht auch nicht darum, irgendwie besser zu werden. Es geht einfach darum, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, weiterzugehen, neue Erfahrungen zu machen und nicht immer wieder dasselbe nochmal wiederzukauen. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, dass da irgendwie gewisse Situationen irgendwie genau so, wie sie schon mal waren, nochmal auftauchen und nochmal auftauchen. Vielleicht dasselbe nur in grün. Das Ganze nur weiter. Das ist, wenn wir irgendwie versuchen, im Außen was zu lösen. Aber die Sache, der Grund, warum gewisse Situationen immer wieder auf uns zurückkommen, ist, weil wir die Lektion einfach noch nicht gelernt haben. Und dann gilt es, etwas im Innern zu verändern. Das ist was ich auch vorhin gemeint habe. Erst dürfen wir was im Innern verändern, bevor sich im Außen überhaupt irgendwas ergibt. Dein Beispiel mit dem Haus war, jemand hat sich vorgestellt, wie da dieses Haus auf diesem Grundstück steht. Da war ein Architekt, der hat das zuerst dieses Bild vom geistigen Auge gehabt, hat dann diese Zeichnung gemacht, die Berechnungen gemacht und dann ist dieses Haus erst entstanden. Das ist nicht entstanden, weil jemand da einfach gebaut hat, sondern da war ein Bild vorher da. Und dann konnte es erst entstehen. Und genauso funktioniert das mit allem anderen in dieser Welt. Wenn wir uns eine friedvolle Welt vorstellen, dann können wir sie erst erschaffen. Ja, und eine friedvolle Welt erschaffen wir nicht, indem wir sagen, oh, die armen Leute und die armen Menschen und
das ist so schlimm und das ist so schlimm, dann erschaffen wir ja nur noch viel mehr von dem, was alles so schlimm ist. Genau, das geschieht auf der unbewussten Ebene. Das geschieht auf der unbewussten Ebene und das geschieht auch, da gibt es ja auch eine Studie drüber, die Washington-Studie. Kannst du gerne mal googeln, ich weiß nicht, das sind solche Dinge, die natürlich nicht unbedingt so sehr verbreitet werden sollen. Guck mal, ob du noch Informationen dazu bekommst im Web. Da hat man tatsächlich Menschen über einen Zeitraum von, ich glaube, 6 Wochen zusammen meditieren lassen, nach einer gewissen Art von Meditation, hat Eckpunkte gesetzt, das war tatsächlich in Washington DC, wo diese Studie gemacht wurde, und hat festgestellt, dass die Kriminalitätsrate auf wirklich allen Ebenen in diesem Zeitraum, und das hat auch noch eine Weile darüber hinaus angedauert, gesunken ist, ganz, ganz enorm gesunken ist und teilweise sogar gegen Null. Und das ist ja das sicherste Indiz dafür, dass wir mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Stell dir mal vor, nur für einen Bruchteil von Sekunde, jeder würde hier auf dieser Welt von jetzt auf gleich seinem Herz, seiner Seele, seiner Freude folgen und das machen, was ihm wirklich Freude macht. Der allererste Gedanke mag jetzt vielleicht aufkommen, dann wäre hier totales Chaos. Das sind nur die Prägungen und die Themen, die in unserem süßen Kopf rumschwirren. Aber hätten wir da Herausforderungen, die wir gerade da draußen haben? Wahrscheinlich nicht, weil jeder wäre sich seiner wahren Größe, seines Selbst bewusst. Niemand käme auf die Idee, jemand anderen anzugreifen. Die Seele hätte keinen Grund, unserem Körper über unseren Körper Botschaften in Form von Disharmonien zu schicken. Niemand käme auf die Idee, auf irgendeine Art und Weise zu sagen, das ist mein, das darfst du nicht, das darfst du oder was. Das ist der Frieden, den wir uns alle wünschen. Und das ist auch der Beitrag, den du sein kannst, das Thema, was du in dir trägst. Und die Anja, ich habe eben im Kommentarfeld geguckt, wir sehen es hier nimmer, deshalb muss ich auf dem Handy gucken, hat so schön geschrieben, Mangel erkennen und loslassen. Ja. Und jetzt setze ich noch eins obendrauf. Das Universum, die Natur, kennt keinen Mangel. Da gibt es nur Fülle. Und wir mit unserem süßen Spatzenhirn, die wir uns bezeichnen als Krönung der Schöpfung, wir haben es geschafft, Mangel zu kreieren. Kann man auch mal loben. Können wir uns auch mal für anerkennen. Ja. Ja. Genau. Und was Madeleine eben angesprochen hat, keine Probleme. Also den Begriff Probleme haben wir weitestgehend eh. Ja. Würde ich dich auch gerne dazu einladen. Löst dich von dem Wort Problem. Alle Dinge, die dir im Leben begegnen, was wäre, wenn es einfach nur Herausforderungen wären? Und das mit den Herausforderungen, das hört auch nie auf, weil daran wachsen wir. Mir ist es nur inzwischen lieber, ich beschäftige mich mit Luxusherausforderungen statt mit Alltagsherausforderungen, wie in meinem früheren Leben. Wie komme ich über die Runden? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Wenn mir jetzt Themen in meinem Leben begegnen, wo ich sage, mal atmen, muss das jetzt sein? Und ich bin ehrlich zu mir selbst und ich stelle mir selbst die Frage, die gebe ich dir auch gerne mit weiter. Ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Ist das jetzt die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Und da kommt zu 99% ein Ja. Und dann weiß ich genau, okay, ist jetzt mal unbequem. Ich habe nach Veränderung gefragt, nach Wachstum. War gerade so gemütlich. Okay, dann darf ich da durch. Jetzt wird es unbequem. Yes, next level ist angesagt. Yes, da gehe ich durch. Okay, Universum, ich habe es verstanden. Zeig mir den nächsten Schritt. Der nächste Schritt schaut so aus. Okay, jetzt wird es ja wieder unbequem. Jetzt darf ich ja schon wieder in die Komfortzone sprengen. Okay, ich bin bereit. Das entscheidet zwischen ich mag jetzt nicht gerne Erfolg und Misserfolg, weil Erfolg ist immer das, was aus unseren Gedanken erfolgt.
Aber was wir so als interessante Ansicht haben, was Erfolg bedeutet. Erfolg bedeutet in dem Kontext natürlich jetzt für mich, dass wir mit der ganzen Familie frei leben und uns im Prinzip dort aufhalten, wo es uns gerade gefällt und wir Lust haben, von A nach B zu fliegen. Dann fliegen wir halt. Ja? Next Level ist dann mal Privatjet fliegen, aber ja, dauert noch ein bisschen, aus jetziger Sicht. Okay, aber ja, auch eine interessante Ansicht. Auch eine interessante Ansicht, stimmt, genau. Also in der Richtung darf ich noch ein bisschen mehr denken, ne? Ja. Und ein Fehler, was heißt ein Fehler? Helfer. Fehler sind Helfer, okay. Da bin ich ebenso dran erinnert worden, dass ich einfach auch bei vielen beobachte und was ich früher auch gemacht habe, was ich gerade dazu geneigt war, als Fehler zu bezeichnen. Es gehörte dazu. Ich habe ganz, ganz viel mein Licht unter den Scheffel von anderen gestellt. Habe versucht, andere nachzuahmen, nachzukopieren, bin nach dem Fähnchen von anderen getanzt. Ich habe ja ebenso Multilevel Marketing auch erwähnt. So wie das Fähnchen da geweht hatte, ja, so musste ich natürlich agieren. Und das war ja auch etwas im Arbeitsverhältnis, so wie das Fähnchen von der Firma geweht hat, so musste ich natürlich agieren. Und wie viel mehr kannst du jetzt wirklich ab heute zum Osterfest beginnen, aufzuhören, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen, egal wer das andere da draußen ist, ob es der Arbeitgeber ist, ob es irgendeine andere Institution ist oder was auch immer. Wie sehr kannst du beginnen, dein Licht wirklich zum Strahlen, zum Leuchten zu bringen, dich so zu zeigen, wie du bist, mit deiner eigenen Pippi-Langstrumpf-Mentalität, mit deinen eigenen Regeln, ohne natürlich Regeln im Außen. Es ist ganz geschickt, wenn wir da halt die nicht unbedingt brechen, das ist ganz klar. Das habe ich nicht gesagt, sondern wirklich dein eigenes Ding machen. Deine eigenen Regeln für dich erstellen und denen folgen und wirklich dein Licht zum Leuchten bringen und aufhören, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen. Alles, was das bis eben noch nicht zulässt, darf ich dich dazu einladen, das wirklich loszulassen. Jetzt, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Du hast einen Körper, wir alle haben einen physischen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Wir sind in Wahrheit unendlich große Energiewesen. Und wer oder was kann in deinem Leben die größte Macht über dich haben? Wenn nicht du selbst, es sei denn, du lässt es zu, es sei denn, du triffst die interessante Wahl und lässt es zu. Und wenn dir jetzt bewusst wird, oh, da habe ich aber ganz interessante Wahlen bis eben nochmal getroffen, keine Bewertung, keine Beurteilung, schon gar nicht eine Verurteilung dir selbst gegenüber, dann war es bis eben so. Du kannst jetzt neu wählen. In welche Richtung darf es ab heute gehen? Und da ist wirklich das A und O, vielleicht zu Beginn, passt für mich auch mit die größte Challenge, tagsüber stabil mein süßes Hirn auf Spur zu halten und dahin, wo es hingeht, wo es hingehen darf. Mir kam gerade so ein Bild in den Kopf von so einem kleinen Kind, ein junges Kind, das einfach so durch die Welt geht und macht, worauf es Lust hat. Ne? Mhm. Also wenn man so Kinder beobachtet, die noch nicht so sehr geprägt sind von unserer Welt, so wie wir, das vielleicht teilweise mitgenommen haben, die machen einfach, die gehen einfach durch die Welt und sagen, ich will das und ich mache das jetzt. Nö, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Und die sagen das auch. Hm. Und die sind da knallhart unterwegs. Ja. Und dann gab es vielleicht mal einen Punkt in deinem Leben, wo du dann angefangen hast, dich ein bisschen zurückzunehmen. Weil vielleicht die Eltern gesagt haben, hey, jetzt mach mal halblang, mach mal leise, ne? Jetzt spiel doch nicht so auf, ne? Setz dich mal bitte hier ruhig hin und beweg dich nicht. Oder in der Schule auch, ne?
du bleibst jetzt hier sitzen für 45 Minuten, dann darfst du dich für 5 Minuten wieder bewegen und auch was essen und auch was trinken. Dann darfst du dich wieder, dann musst du dich wieder 45 Minuten hinsetzen und dann hast du noch ein bisschen längere Pause, 15 Minuten. Und dann geht es weiter, ne? 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden am Tag als Kind. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da haben wir dann gelernt, uns zurückzunehmen und nicht mehr das zu sagen, was wir sagen wollen, das zu machen, was wir machen wollen und ja, so freudig durchs Leben zu springen. Dann kamen vielleicht noch die Mitschüler, bei denen war es dann irgendwie uncool, komisch, wenn du da so viel gelacht hast, wenn du Freude an was hattest und die dich dann so ein bisschen ja, klein gemacht haben. Vielleicht kam dann sogar das Wort Mobbing ins Spiel und so haben wir uns immer mehr zurückgenommen und immer mehr zurückgestellt und so, okay, die anderen, die sind besser und ich muss jetzt leise sein, weil ja, ich sollte nicht so viel von mir rauslassen. Ne? Die anderen mögen mich vielleicht auch nicht so, wenn ich so bin, weil ich habe schon Erfahrungen gemacht, dies und das mögen sie nicht, also muss ich mich so und so verhalten. Und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie jemandem die Schuld zu geben, weder Mitschülern, Lehrern, Eltern oder sonst irgendjemandem. Wie gesagt, es ist alles immer genau richtig, so wie es ist. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du dir diese Kinder anschaust, du siehst, was die mitbringen. Ja, und ich sage bewusst mitbringen, ne? Das haben die einfach in sich. Die sind einfach vollkommen so, wie sie sind. Und jetzt dürfen wir wieder anfangen, das wieder mehr rauszulassen, uns wieder mehr selbst zu leben, uns selbst zu leben, selbst zu wirken und zu sein, wie ein Kind. Ein Kind, wenn ich darüber so nachdenke, meine Kindheit, ich bin morgens aufgestanden und habe geschaut, was der Tag mir bringt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, oh, was mache ich heute? Ah, ich muss heute arbeiten oder ich muss heute keine Ahnung was machen, ne? Heute steht das an und ich habe noch einen Termin oder sowas, sondern ich bin aufgestanden und habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Wenn ich Lust hatte, jetzt dann gab es zum Beispiel Frühstück, dann haben wir zusammen gefrühstückt, dann wollte ich aufstehen und wollte mit den Barbies spielen oder draußen war schönes Wetter, dann sind wir rausgegangen auf die Schafweide und haben irgendwas gemacht und hatten einfach Spaß dabei und wir haben das nicht geplant, sondern es ist einfach passiert. Und wir dürfen Ziele haben jetzt. Wir dürfen Träume haben und Dinge machen, auf die wir Lust haben und um auch Dinge zu erreichen, Ziele zu erreichen. Und wir dürfen anerkennen, dass wir einfach sein dürfen. Einfach nur sein. Einfach, wir dürfen auch einfach mal uns auf die Couch legen und nichts tun. Den ganzen Tag. Vielleicht eine ganze Woche lang, wenn wir darauf den Impuls haben. Die Frage ist, aus welcher Motivation machst du das jetzt? Weil vielleicht hast du schon Tage, wo du den ganzen Tag auf der Couch liegst, aber dann irgendwie am Ende denkst, naja, ich habe irgendwie gar nichts gemacht heute. Die Sache ist, wenn du wirklich bist, also dein Sein, ich sag jetzt mal übst, damit du verstehst, was ich meine, wenn du den ganzen Tag bist auf der Couch, dann fühlt sich das genauso produktiv an, wie wenn du den ganzen Tag arbeiten würdest und am Ende des Tages vielleicht erschöpft, aber trotzdem stolz im Bett liegst. Und wenn du einfach nur auf der Couch liegst, weil dein Leben dich einfach abfuckt und alles nervt und oh, endlich Wochenende und die Arbeit ist jetzt, ne, ich kann jetzt endlich mal entspannen 2 Tage lang oder ein langes Wochenende auch mal 3 Tage lang. Und kann jetzt alles mal loslassen und sitze den ganzen Tag einfach auf der Couch und gucke Fernsehen und lenke mich einfach von allem ab. Ist eine ganz andere Energie, ohne da jetzt Vorwürfe zu machen. Das ist einfach, in dem Moment ist es vielleicht auch genau richtig. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du einfach mal wählen darfst. Willst du weiter auf der Couch liegen, weil du erschöpft bist? Oder willst du auf der Couch liegen, weil du einfach dein eigenes Sein genießt? Und willst du weiter von Freitag bis Sonntag leben, von Urlaub zu Urlaub, um irgendwann zu denken, wenn dann mal die Rente da ist, dann? So, und jetzt bringen wir mal das Gehirn noch ein bisschen auf Spur, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von euch sind jetzt so die Gedanken aufgekommen. Ja, die Madeleine hat gut reden. Ich habe ja einen Job.
ich muss ja 10 Stunden da den ganzen Tag anwesend sein. Dann habe ich noch 2 Stunden Hin- und Rückfahrt, dann muss ich noch den Haushalt werfen, dann muss ich noch dies und jenes und ich fühle mich sowieso energielos und die hat gut reden. Eine Woche irgendwo auf der Couch liegen und tralala und überhaupt. Wovon sprichst du? Wie bekommst du jetzt den Transfer dahin? Das sind ja Dinge, die waren bei mir früher auch nicht anders. Ne? Mein Mann als Musiker viel unterwegs. Ich war viel ja dann auch alleine, relativ alleine, hatte den Job, Kinder zum gleichen Zeitpunkt an verschiedenen Orten sein, also Mama-Taxi, Haushalt und das alles, das war ja bei mir auch nichts anderes. Aber ich habe, mein Mentor hat zu mir gesagt, jetzt beginn mal groß zu träumen und jetzt hockst du dich mal hin und machst mal eine Liste, wenn alles für dich möglich wäre, wie genau würde denn dein Tag dann wirklich ausschauen? Und ich weiß noch bis heute, als ich da gehockt habe und da wirklich es mal habe fließen lassen, dass mein süßer Kopf mir gesagt hat, du bist bescheuert, was schreibst du hier denn auf? Wie soll denn das bitte funktionieren? Das geht ja nie. Wie willst du die ganze Familie damit im Boot haben? Und. Aber ich habe es gemacht. Ich habe die Dinge, die mein Mentor, und das mache ich auch bis heute, die mir was sagen, ich setze das einfach stur um. Auch wenn mein System rebelliert, er hat mir gesagt, ich soll das so machen und dann ging es weiter, nächste Schritte. Und dann habe ich einfach gemacht. Bin also damals schon in diese Energie eingetaucht, in meiner Vorstellungskraft, wie es ist, wenn. Wenn wir frei auf der Welt unterwegs sind. Wenn ich mit meinem Schatz viel mehr Zeit verbringe, als dass jeder morgens irgendwo aus dem Haus geht. Nachmittags trifft man sich nochmal. Jeder ist frustriert. Dann ist der Partner natürlich auch oft eine gute Zielscheibe, die eigene Frust loszuwerden. Dann kommt es zu Diskussionen, dann kommt es zu Diskrepanzen. Das ist doch mit der Grund, warum auch viele Familien auch auseinandergehen und Menschen sich trennen, um dann erstmal wieder jemanden kennenzulernen, weil man will ja dann doch nicht alleine sein, dann ist die rosa-rote Brille an und dann merkt man nach einer Weile, oh, habe ich ja wieder das Gleiche in mein Leben gezogen. Warum? Man nimmt sich selbst doch immer mit, egal wo man ist. Mit allen Prägungen und Themen. Und solange wir im Außen, beim Partner, auch die Themen versuchen zu komprimieren, die wir zwar in uns tragen, die wir aber nicht leben, kann das Ding mit einer erfüllten, glücklichen Partnerschaft nicht funktionieren. So, also wie kriegst du den Transfer jetzt hin? Du darfst jetzt schon beginnen, ganz, ganz viel tagsüber, auch wenn du am Arbeitsplatz hockst, auch wenn du noch den Haushalt selbst machen musst, weil du noch keine Wohlfühlmanagerinnen hast, die dir das machen und. Du darfst jetzt schon beginnen, wieder Tag zu träumen, wie du das als Kind gemacht hast, die Gedanken aussenden, da sind wir wieder beim Gesetz der Annahme, bei den Naturgesetzen, die sich niemand von uns entziehen kann. Gleiches zieht Gleiches an. Und dann ist es natürlich geschickt, sich eine Anleitung zu holen, wie genau schaut denn mein Soulmate Life aus? Was entspricht denn wirklich meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan? Und da ist es auch oft so, dass man nicht so den Wow-Effekt hat. Das ist es, sondern da verlässt man ja auch nochmal die Komfortzone. Als mein Seelenplan so zum Vorschein kam, da habe ich auch erstmal geatmet und vorher die interessante Ansicht gehabt. Dann hüpfe ich nur noch an die Decke. Ja, das ist es, ich habe meinen Seelenplan, ja. Ja, da ging es ja auch erstmal weiter, den auch zu leben, auf die Bühne des Lebens zu gehen und aufzuhören, das Licht, das ich bis dahin auch unter den Scheffel von anderen gestellt habe, zum Leuchten zu bringen, mich der Welt da draußen mit meinen Themen zu zeigen und auch der Beitrag zu sein. Und damit habe ich ja auch wieder die Komfortzone zu verlassen. Da darf man sich auch wieder auf ein neues entscheiden. Nehme ich das jetzt an? Gehe ich jetzt da durch? Merke ich, okay, das wird jetzt ein bisschen unbequem. Bleibe ich jetzt da drin? Oder gehe ich da durch? Weil ich weiß, jetzt wird es unbequem. Ah, ich spüre, ja, das ist es schon. Also, genau das ist der Weg. That's it. Aber so einfach kann es ja nicht sein. Ne?
Was habt ihr noch an Fragen? Ich werfe mal hier einen Blick wieder in den Chat. Ja. Madeleine hat bestimmt noch was auf dem Herzen zum Teilen. Ja, du hast das perfekte Beispiel jetzt gerade genannt mit der Partnerschaft. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin gemeint habe, mit warum du etwas erst im Inneren verändern musst, weil, so wie du es jetzt gesagt hast, du verlässt dann den Partner, weil es dann irgendwie so Streit gibt und man ist sich nicht mehr so einig und dann fühlt man nicht mehr so, wie man früher gefühlt hat, ist ja auch logisch, wenn man dann die ganze Zeit nur auf dieses Negative gepolt ist und jeder lässt nur den Frust aneinander aus. Wenn ich aber im Inneren etwas ändere, dann kann entweder diese Partnerschaft oder, wenn es wirklich nicht sein soll, eine neue Partnerschaft entstehen, die dann aber wirklich so ist, wie du sie dir wünschst, von Herzen. Ja, mit so viel Liebe und mit so viel Zärtlichkeit, ja, die du dir wünschst. Und wenn du das Ganze einfach nur verlässt und dann hoffst, dass es im Außen doch nochmal was Neues gibst, dann kommt ein neuer Partner, erstmal die rosa-rote Brille. Und dann merkst du aber trotzdem schon wieder, ja, ist dasselbe nur in grün, ja, ne? Weil im Inneren sich nichts geändert hat. Und deswegen ist es so wichtig, erst dürfen wir unsere Mitte finden, erst dürfen wir im Inneren etwas ändern, um im Außen etwas Neues zu erschaffen. Genau, genau. Und da sind natürlich, ist der Partner auch viel ein Spiegel, es als Hinweis zu sehen, oh, da sehe ich jetzt gerade Dinge, die in mir verborgen sind, die ich lösen darf. Und es geht nicht darum, unbedingt an einer Partnerschaft festzuhalten, sondern sich einfach zu fragen, wo ist mein Learning daraus und passt es wirklich? Was ich manchmal auch so erschreckend finde, ist, wie Menschen auch wirklich ihr Leben miteinander verbringen und morgens schon, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, du weißt, was ich damit meine, die Krise kriegen, wenn sie schon aufwachen, oh, ja, sondern wirklich einfach nur, ja, da hat sich jemand auch geschrieben, sie kann nur mit mir sprechen, wenn ihr Partner das nicht mitkriegt, weil der schreibt ihr das vor, er will noch nicht mal, dass sie arbeitet, sondern sie ist für die Kinder da, sie hat den Haushalt zu managen und. Sorry, da rebelliert mein System. Ja, du weißt, was ich meine. Also, wo Menschen einfach ihr Leben miteinander verbringen und nicht bereit sind, auf der einen Seite auch wirklich loszulassen, um alles zu gewinnen. Als ich vorgegangen bin hier, mein Hirn hat rebelliert, da kamen auch Gedanken auf, jetzt reißt du die Familie auseinander, die Partnerschaft geht auseinander und. Das war mit diesem Kino verbunden. Aber ich wusste, so will ich nicht weiter leben und ich wusste, ich darf da vorgehen und ich habe gerne alle im Boot, aber mein System hat rebelliert. Ich habe da auch viele Tränen teilweise auch geweint, weil Ängste da waren, dass ich tatsächlich die Familie mit meinen verrückten Ideen, die ich hatte, zerstöre. Und du darfst vorgehen. Und dann wirst du die Menschen, die zu dir passen, die zu dir gehören, wo es wirklich passt auf dieser Ebene, immer mit im Boot haben. Auch wenn es zunächst vielleicht anders ausschaut. Und die Anja hat so schön was geschrieben, Probleme sind pro, sind für mich, ansonsten wären es Kontrapläne. Ganz genau, mein Sprachjargon. Sehr, sehr schön, Anja. Das sind alles Botschaften vom Universum. Schau hier hin, da hättest du es anders, so wie Madeleine das eben ja auch so schön ausgeführt hat. Und das gilt es zu ändern. Und Anja hat auch so schön geschrieben, ich erschaffe als erstes Frieden in mir. Ja, genau. Das ist wahre Selbstliebe, Liebe zu sich selbst, in Frieden mit sich selbst zu kommen, zu erkennen, ich bin. Und daraus dann zu wirken, das ist Selbstverwirklichung. Den eigenen Wert zu erkennen. Wie viel mehr kannst du deinen eigenen Wert wirklich erkennen und schätzen, Selbstwertschätzung, dich selbst anerkennen und schätzen, mit deinem So-Sein, wie du bist. Und was Madeleine eben noch so schön gesagt hat, wenn Kinder einfach mal was machen wollen oder etwas haben wollen, da gibt es keine Begründung, einfach weil, da gibt es keine Ansicht drüber, ich hätte das jetzt gerne, einfach weil. Warum? Warum? Einfach weil.
Auch ein vollständiger Satz. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, dein So-Sein zu leben und aufzuhören, Erklärungen, Rechtfertigungen und, wie sagt man, Rechtfertigung, ne? Gibt es da noch so was anderes für? Also wir sind so gewohnt, wenn wir etwas gefragt werden, müssen wir immer Antwort geben, müssen immer Rede und Antwort stehen, müssen uns auch rechtfertigen und. Wie viel mehr kannst du dich davon verabschieden? Jetzt sind wir wieder bei einer Entscheidung. Eine neue Wahl treffen. Frohe Ostern auch zu dir, liebe Julia. Die Ilonka ist noch mit dabei, die Miriam ist mit dabei, die Nicole ist mit dabei. Ihr Lieben, wie schön. Ja, unser Soulmate Live Talk zu Ostern. Was sind deine größten Learnings? Was sind deine größten Aha-Effekte? Schreib es uns doch gerne mal ins Kommentarfeld rein. Und wer möchte, ich poste euch auch gern den Link, wo du dich eintragen kannst zum Soulmate Live, wo wir mal vertraulich unter vier Augen miteinander sprechen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest. Das ist eine Begleitung von 8 Monaten, wo du uns an deiner Seite hast, wo wir an deiner Seite sind, dass du wirklich die Bühne deines Lebens betrittst. Wo du wirklich die Bühne deines Lebens betrittst, dir deine Community aufbaust, die zu dir passt, wirklich durchstartest. Und ich kann dir eins sagen, diese Begleitung, ich bin ja jetzt nun schon seit 18 Jahren in der Richtung unterwegs, seit 2013 online unterwegs und ich kenne auch ganz viele da draußen. Diese Begleitung in der Art und Weise, in der Kombination, die findest du da draußen nirgendwo. Das kann ich dir ganz offen und ehrlich sagen. Und damit möchte ich niemand anderen da draußen in Frage stellen. Absolut nicht. Alle haben ihre Berechtigung. Alle leisten wunderbare Unterstützung und Hilfeleistung und Anleitung. Du bist ja hier zu uns gekommen. Das hat ja einen Sinn. Irgendwas hatte ich ja mal angesprochen. Der Begriff entdecke, lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf. Wie viel mehr kannst du diese Botschaften vom Universum, dieser Wink vom Universum, Wink mit dem Zaunfall auch erkennen? Und Wahrheit, wenn Geld für dich bis eben noch nicht eine so große Rolle spielen würde, dann wärst du wahrscheinlich schon längst in unserem Soulmate Live und würdest dich von uns begleiten lassen. Wie viel mehr kannst du jetzt auch die Entscheidung treffen, dass du auch heute dem Geld nicht mehr die Macht über dich gibst, sondern dich grundsätzlich für dich, für dein Soulmate Live, für dein freies Leben entscheidest. Beginnt immer alles erst mit einer Entscheidung und dann dem Universum sagst, hey Universum, jetzt wie geht's? Was ist der nächste Schritt? Und wenn du die Dinge, die du in unserer Begleitung in 8 Monaten, wo wir eng an deiner Seite sind, umsetzt, falls dein Kopf noch, geht das gut, kann ich das, schaffe ich das, erziele ich da wirkliche Resultate? Wie beim Kuchenrezept. Wenn du die Zutaten natürlich nur da liegen lässt, wir können nicht für dich machen, dann ändert sich auch nichts. Logisch. Dann wollen wir ja auch nicht mit dir arbeiten und dich ja auch nicht begleiten. Wir wollen ja mit dir wirklich Resultate erzielen. Und mit deinem Commitment, die Dinge auch umzusetzen, geht es gar nicht anders, als dass du in dem Leben ankommst, wo du hin möchtest. Mit einer Anleitung auf dich abgestimmt, auf deinen Seelenplan. So dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und den Link poste ich dir gerne rein und dann ja, können wir da gerne mal schauen, wie das für dich ausschaut. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit Ratenzahlung. Dein Invest sind für diese 8 Monate 24.000 netto. Ratenzahlung, Finanzierung ist natürlich möglich und es ist auch möglich, da mal in kleinen Schritten zu starten. Also das sind alles Dinge, die muss man einfach individuell abstimmen. Yes, dafür ist ja auch das Gespräch da. Genau. Und auch mal zu schauen, ja. Wo stehst du jetzt, wo willst du hin? Sind wir wirklich die Richtigen für dich? Und
dafür ist ja auch erstmal dieses Gespräch, damit wir da so Klarheit kriegen und damit auch du Klarheit kriegst. Ja, und du wirst auch unabhängig, ob wir uns tatsächlich für eine Zusammenarbeit entscheiden oder nicht, du wirst in diesem Gespräch ganz, ganz wertvolle Punkte, Schritte auch noch bekommen von uns, die du natürlich auch alleine umsetzen kannst. Es ist aus meiner Sicht, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus den Erfahrungen von vielen anderen geschickter, sich begleiten zu lassen, wie wir ja früher in der Schule, also ich bin nicht der größte Freund von unserem Schulsystem, aber wir haben da ja nun mal Lesen und Rechnen gelernt und solche Dinge, die ja durchaus sinnvoll sind, die wir zwar auch auf andere Art und Weise hätten lernen können, aber anderes Thema. Da hatten wir ja auch Menschen an unserer Seite, die uns gezeigt haben, wie das funktioniert. In der Kinderstube hatten wir die Eltern an unserer Seite, die uns gezeigt haben, beigebracht haben, wie nehme ich das Glas, in welchem Winkel setze ich das an den Mund, damit ich Wasser trinken kann. Da sind wir ja auch nicht auf die Idee gekommen, nee, das lerne ich alleine. Ganz normal. Nur in unserer Gesellschaft hier, da sind uns andere Kulturen oder andere Regionen, Kulturen nicht, andere Regionen einiges voraus. Da ist es normal, immer und vor allem im Erwachsenen-Dasein Menschen an seiner Seite zu haben, Mentoren, Coaches, die einem den Weg zeigen. Das ist so ein bisschen eine Mentalität Deutschland, Österreich, Schweiz, wo noch so ganz viel herrscht, ich muss es alleine schaffen. Ich muss es alleine schaffen. Es geht auch alleine. Ich probiere es erstmal noch alleine. In anderen Regionen, hey, du lebst jetzt frei, sag mir, wie du es gemacht hast. Wie kann ich mich begleiten lassen? Wir investieren in Dinge, was völlig außer unserem Horizont hier ist, wo wir kürzlich noch eine Reportage gesehen haben, wo wir sagen, geht's noch? Weil alles ist möglich, ist doch so, so viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. In diesem Sinne, ich kriege jetzt langsam Lust auf unseren Osterbrunch. Ja. Schöne Ostern, hab noch einen wunderschönen Tag, sonnige Grüße, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dabei warst, schön, dass du die Zeit hier mit uns verbracht hast und schreib gerne dein größtes Learning mal noch im Kommentarfeld. Poste dir gleich noch den Link zum Soul Mate Live rein und dann sehen und hören wir uns. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao.